die Präsidentin der Europäischen Kommission und Spitzenkandidatin für die EVP, Ursula von der Leyen. Jetzt an diesem Wahlwochenende, an diesem 9. Juni 2024, werden wir der gesamten deutschen Öffentlichkeit, den Medien, aber auch unseren europäischen Partnern in ganz Europa zeigen, die große christdemokratische Europapartei Deutschlands, CDU und CSU, wir sind wieder da und wir nehmen für uns in Anspruch. Wir nehmen für uns in Anspruch, wieder die führende Europapartei in Deutschland und in der gesamten Europäischen Union zu sein. Denn, liebe Ursula, lieber Manfred, ihr beide wisst es, wir sind ja nicht nur die führende politische Kraft in Deutschland. Wir repräsentieren die größte Mitgliedspartei in der Europäischen Volkspartei. Und wenn an diesem Wochenende die Wahlergebnisse so sein werden, wie wir sie hoffen und wie die Umfragen sie uns zeigen, dann ist es völlig klar, dass damit auch der politische Führungsanspruch für Europa, für das Parlament, aber auch und besonders für die Europäische Kommission lautet: Ursula von der Leyen bleibt Präsidentin der Kommission der Europäischen Union. Und dafür kämpfen wir bis zum Sonntag 18 Uhr, liebe Freundinnen und Freunde.